Ja, wir sind sehr froh, dass wir doch diesen Termin noch bekommen haben, Herr Bürgermeister. Es war ja vorhin so, als wollten Sie nichts sagen. Nun ist es aber durchgesickert und es ist, glaube ich, sinnvoll, dass Sie auch Stellung beziehen zu der Problematik, über die es geht. Ja, also ich glaube, die griechischen Medien, die haben auch schon die Anfragen gestartet. Auch die Bild-Zeitung hat sich bereits gemeldet. Geht also davon aus, dass in Kürze das Ganze öffentlich wird. Eigentlich hatte ich vor, das in einem anderen Rahmen öffentlich zu machen. Tut mir leid, dass es eben nochmal so schroff war. Aber eigentlich sind es positive Nachrichten, die wir hier verkaufen können. Positive Nachrichten beziehen sich auch auf finanzielle Themen. Insbesondere, denke ich mal. Genau, also wir haben den großen Vorteil, ist ja bekannt, dass wir einen Buchhändler in Dormagen haben, einen griechischen Buchhändler, der Kontakte in die Regierung nach Griechenland hat. Und dieser hat uns einen Investor vermittelt aus Griechenland, einen Reeder. Und der will unser Rathaus kaufen. Und die Verträge sind eigentlich auch schon gemacht. Insgesamt, das darf ich an der Stelle sagen, es geht um eine Summe von 25 Millionen Euro. Und das heißt, das Rathaus ist damit dann verkauft. Und wir schaffen es aber damit dann auch, den Haushaltsausgleich für dieses und auch für die nächsten Jahre zu schaffen. Das heißt, das, was verbunden ist mit der schwarzen Null, das hätte man dann für dieses Jahr geschafft. Genau, also deswegen die Pläne gab es schon länger und ich bin froh, dass das geklappt hat. Es wird natürlich auch ein paar Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Wir haben also schon entschieden, dass wir, wenn dieses Rathaus hier aufgegeben wird, also der Reeder weiß noch nicht genau, was er mit dem Gebäude macht, wir werden die Einheiten, die Öffentlichkeitsarbeit machen, also sprich Bürgeramt etc., die werden ins technische Rathaus verlagert. Und ich werde selber ins historische Rathaus ziehen und damit werden die restlichen Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Von zu Hause? Das heißt, die kriegen auch alle Geräte und solche Dinge, die werden dann auch von den Rädern gestellt, oder? Nein, also die können wir aus den 25 Millionen Euro bezahlen. Das ist ungefähr 250.000 Euro, das heißt 1% der Gesamtsumme, die wir dafür aufwenden müssen. Ich habe erfahren, es handelt sich hierbei um den berühmten Herrn Paradoxos. Das ist richtig. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er das schon möchte, dass das mitgeteilt wird. Von daher würde ich bitten, da eventuell nochmal auch mit ihm Kontakt aufzunehmen, ob das in Ordnung ist. Ja, gleichwohl stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit dem Gebäude hier? Sie sagten gerade schon, Herr Bürgermeister, das weiß der Reeder noch nicht so ganz genau. Allerdings, die Dormagener Bürger würden das natürlich ganz gerne wissen. Also es kann sein, dass er Luxus-Apartments draus macht, das ist so seine Vorstellung, er wollte auch selber hier hinziehen, vielleicht baut er das auch für sich als kleinen Palast um. Das kann er aber letztlich entscheiden, wie er möchte. Der Investor darf natürlich dann auch damit machen, was er will und es bleiben hier relativ viele Möglichkeiten. Also dass hier eine Nebenstelle für eine Schiffswerft eingerichtet wird, die am Rhein entstehen soll, das ist aktuell noch im Bereich der Mythen. Es gibt sicherlich interessante Ideen diesbezüglich und es gibt auch schon ein Grundstück am Rhein in der Nähe von Pivip, was der Reeder ebenfalls im Zuge dieses Geschäftes hier kauft. Aber ob jetzt hier wirklich in Kürze Schiffe gebaut werden, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ja, es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und wir werden uns das weiter verfolgen und dann sicherlich auch sehen, wie das mit der schwarzen Null 2016 klappen kann. Die ist schon mit drin. Die ist schon mit drin, umso besser. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, doch noch über diese sicherlich für alle brennende Frage zu diskutieren. Dankeschön. Danke auch.